so. Der Paragraphen-Nazi singt sein Lied über das Stück Papier, das auf der Straße liegt. Ja, seiner Pflicht bewusst nimmt er es in die Hand, nach der Beweiskraft sucht, ob dort ein Name stand. Und im Eifer der Berichte seiner täglichen Geschichte, was ihn innerlich erregt, ihn doch jeden Tag bewegt, fängt das Herz kurz an zu stolpern, zu rumoren und zu holpern, bis es ganz spontan dann stoppt. Dieser Typ ist doch bekloppt. Jo. Alles klar, haben verstanden. Over and out. General? Oh ja, das trifft sich gut. Setzen Sie sich. Folgendes. Wir haben einen neuen Einsatzbefehl. Dann können Sie gleich die Jungs zusammentrommeln. Und ein kleiner Appell. Zu viele, General. Ah, Major! Halt! Wie sieht's draußen aus? Alles beim Alten. Meine Herren, wie Sie wissen, bin ich kein Mann großer Worte. Wir haben neue Befehle bekommen. Das bedeutet, es geht auf nach Pasjikistan. Wir haben Befehl, nach Pasjikistan einzurücken. Meine Herren, das wird sicherlich kein Zuckerschlick. Wie Sie wissen, ist Pasjikistan, ist ja auch egal, auf jeden Fall, meine Damen und Herren, meine Kameraden. Ja, also schon mal warm anziehen. Das wird kein Spaziergang. Soweit selbst sei gesagt, es handelt sich um die gefährlichen Waller. Hauptgefreite Heinze, wenn Sie so freundlich werden und die Karte holen. Hin. Nicht die Karte hinstellen. Stellen Sie sich hin, machen Sie die Karte auf. Sehr schön, Hauptgefreiter. Wie Sie sehen, das ist der Waller. Bringen Sie das Bild gut ein. Es ist wahrscheinlich mit großer Sicherheit das Letzte, was Sie hier zu sehen bekommen. Wir werden uns in Pasjikistan angekommen. Den Bachforellen und den Regenbogenforellen verbinden, anschließen. Ich sehe, gibt es leider keine Fragen. Dann dürfen Sie jetzt wegtreten. Packen Sie Ihre Sachen. Es geht los um 0300. So, und du hast also Schwierigkeiten in der Gesellschaft, was? Hm, ja, ja. Lass sehen. Aha, aha. Gut.
Dann hole ich jetzt den Führer. Ihr müsst lernen, Entbehrungen auf euch zu nehmen, ohne jeweils zusammenzubrechen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf an dieser Stelle vielleicht noch einen alten Weggefährten zitieren, der einst sagte, Patriotismus ist die Tugend der Boshaften. Und ergänzte dies, indem er hinzufügte, wir sind Menschen lieber als Prinzipien und Menschen ohne Prinzipien sind mir lieber als sonst was auf der Welt.